Ja, guten Tag. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen in der Nachwoche nach Ostern. Zu den Flüchtlingen, um es klipp und klar zu sagen, die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen und die leidliche Kostenübernahme tun unserem Land nicht gut. Vizekanzler Gabriel äußerte sich vergangene Woche doch sehr unkonkret über die mögliche Kostenübernahme. Der Innenminister de Maizière wiegelt eher ab, macht zwar leichte Zugeständnisse, ändert am grundsätzlichen Kurs nichts. Das scheint doch sehr nach einem unwürdigen Geschacher auf dem Rücken der Flüchtlinge und auch auf dem Rücken der Debatte in unserem Lande stattzufinden. Wenn die Kommunen und die Länder jetzt einen weiteren Gipfel fordern, dann glaube ich, dass das der falsche Weg ist. Erstens, wir haben Eile. Wir können die Angelegenheit nicht mehr auf einen Gipfel verschieben. Und zweitens wird es eh wieder so sein wie vergangene Gipfel, dass dann nicht wirklich grundlegende Lösungen rauskommen, die eigentlich auf dem Tisch liegen. Und diese Lösungen wären eigentlich ganz einfach. Erstens, wir brauchen die finanzielle Unterstützung der Kommunen. Der Bund darf die Kommunen definitiv nicht alleine lassen. Und der wichtigste Schritt wäre, der Bund muss die Kosten für die Unterbringung der Kommunen übernehmen. Jedes weitere Lavieren ist inakzeptabel in dieser Sache. Zweitens, Bundesimmobilien können unentgeltlich für Wohnzwecke zur Verfügung gestellt werden. Das würde zumindest mal Luft verschaffen und man würde die ganze Unterbringungsfrage nicht diesem Wohnungsmarkt überlassen, der ja sowieso aus dem Ruder läuft. Darüber hinaus brauchen wir die vollständige Aufhebung der Residenzpflicht, der Zugang der Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt und zwar von Anfang an und die Abschaffung des diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese Dinge müssen schnell auf die Tagesordnung, wenn nicht nur geredet, sondern gehandelt werden soll. Jede weitere Verzögerung, jedes Lavieren und jedes Hinhalten ohne Lösungen gibt auch denjenigen Kräften Oberwasser, die in ihrem Hass auf Flüchtlinge alles Fremde und alles andere auch vor Anschlägen und Morddrohungen nicht zurückschrecken. Bei den Morddrohungen gegen Ministerpräsident Ramelow müssen allen Politikern, allen Vertretern der herkömmlichen Parteien oder der demokratischen Parteien wirklich die Alarmglocken läuten. Es ist unfassbar, dass inzwischen gegen alle Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, die klar Position beziehen, Drohungen ausgesprochen werden, Gewaltdrohungen ausgesprochen werden und hier versucht wird, ein Klima der Angst und der Einschüchterung zu verbreiten. Es ist klar, dass natürlich gegen prominente Politiker die Sachen dann auch prominent in die Öffentlichkeit kommen. Dabei wird übersehen, dass aber schon seit Jahren immer wieder gegen Menschen, die sich engagieren, Gewaltdrohungen ausgesprochen werden. Da muss gesehen werden, dass die Gewaltbereitschaft auf dem rechten Sektor immer größer wird. Auch darf ich darauf hinweisen, dass auf viele Büros der Linken seit langem Anschläge verübt werden, Fenster eingeschlagen werden, Türen eingebrochen werden und vieles andere mehr. Und in diesem Zusammenhang muss auch gesagt werden, dass Innenminister de Maizière eine unerträgliche Gleichmacherei betreibt zwischen links- und rechtsextremer Gewalt. Damit verharmlost er die Gefahr rechtsextremen Gedankengutes und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Es ist kein Zufall, dass hier Gewaltdrohung insbesondere gegen linke Politiker ausgesprochen wird, und zwar von rechtsextremen und rassistischen Kräften in unserer Gesellschaft. Wir fordern a. schnelle Aufklärung und konsequente Aufklärung durch die Behörden und Strafverfolgung. B. Den gemeinsamen Kampf, ich betone den gemeinsamen Kampf gegen die geistigen Brandstifter, die den Nährboden bereiten für Anschläge und Morddrohungen. Das gilt heute natürlich besonders auch für Dresden.
Pegida marschiert heute in Dresden und ich hoffe nicht, dass die angekündigten 30.000 Menschen hier ausländerfeindlichen, fremdenfeindlichen und rassistischen Parolen hinterherlaufen. Eingeladen ist Gerd Wilders, der Vorsitzende in Niederlanden der rechtsnationalen PVV-Partei. Gegen Wilders läuft im Übrigen ein Strafverfahren wegen Aufhetzerei und Diskriminierung. Seine rassistischen Äußerungen sind bekannt. Mit dem Auftritt von Wilders macht Pegida es allen, die es bisher nicht wahrhaben wollen, endgültig klar, wohin die Reise geht. Niemand kann sich mehr dahinter verbergen, dass dort ganz andere als rassistische und fremdenfeindliche Zwecke verfolgt werden. Gerd Wilders verglich unter anderem den Koran mit Hitlers Hetzschrift Mein Kampf und bezeichnete den Islam als faschistische Religion. Umso mehr gilt, dass alle gesellschaftlichen Kräfte aufgerufen sind, den Widerstand gegen diese Tendenzen zu verbreitern. Es gibt kein demokratisches Recht auf Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Rassismus, sondern die demokratische Pflicht, dagegen aufzustehen. Die Bündnisse Dresden nazifrei und Dresden für alle haben unsere Unterstützung. Unter anderem wird die Co-Vorsitzende der Linke, Katja Kipping, heute Nachmittag in Dresden reden. Am kommenden Samstag ist Internationaler Aktionstag gegen TTIP. Hunderte von Organisationen werden auf die Straße gehen und in viel Hunderte von Organisationen, habe ich Aktion, Entschuldigung, Hunderte von Organisationen werden auf die Straße gehen und zusammen mit Gewerkschaften und linken Parteien eine bunte Abfolge von Aktionen starten. Die Menschen in Deutschland, das hat mich sehr gefreut, lassen sich offensichtlich nicht für dumm verkaufen und sind mehrheitlich gegen TTIP und die diversen anderen Freihandelsabkommen. Auch das Konsultationsverfahren der Europäischen Union hat ergeben, dass 97% der daran Beteiligten gegen den Investitionsschutz und die undemokratischen Schiedsgerichte sind. Trotzdem wird für TTIP mobil gemacht. Bis Jahresende sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Die EU-Kommission und die deutsche Bundesregierung verhöhnen damit den Bürgerwillen und die Demokratie. Die SPD vertritt offensichtlich immer mehr die Interessen der Industrie und der Wirtschaft oder was sie dafür hält. Sigmar Gabriel hat scheinbar längst vergessen, was die SPD dazu beschlossen hat und für wen er politische Verantwortung trägt. Die Meinung der Bürger und Bürgerinnen scheint nicht von großem Interesse zu sein. TTIP wäre das größte Geschenk der Politik an die Konzerne und im Übrigen auch an die Banken und damit ein wirklicher Anschlag auf die Demokratie. Selbstverständliche Standards für Lebensmittel, Umwelt, Beschäftigung, öffentliche Dienste würden in Frage gestellt. Was einmal in privater Hand ist, das ist oftmals nicht bekannt, könnte nicht mehr rekommunalisiert, also in die öffentliche Hand, zurückgenommen werden. Die vielfältigen Initiativen und auch Volksentscheide, die eindeutig sich dafür aussprechen, wesentliche Dinge der öffentlichen Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand zu halten oder wieder zurückzunehmen, würden ihrer demokratischen Rechte beraubt. Wir sind nicht gegen internationalen Handel und auch nicht gegen internationale Verträge, aber sie müssen den Menschen nützen und sie dürfen nicht demokratische Entscheidungen außer Kraft setzen. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen zur aktuellen Auseinandersetzung um die Erbschaftssteuer. Es ist ja inzwischen fast unerträglich geworden, in welchem Ausmaß die soziale Schere in Deutschland auseinanderläuft. In kaum einem anderen Industrieland gibt es ein solches Auseinanderdriften von privatem Reichtum und gleichzeitiger Armut und auch öffentlicher Armut.
Und in keinem anderen Land außer Österreichs ist die Erbschaftssteuer von hohen Vermögen so niedrig wie bei uns. Die Reform der Erbschaftssteuer ist längst überfällig. Dass nun Finanzminister Schäuble angegriffen wird, weil er die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfüllen will, ist nahezu lächerlich. Es wird nichts daran geändert, dass über die Erbschaften ein enormes Anhäufen privater Vermögen stattfindet und dass im Übrigen die Verschonung von sogenanntem mittelständischen Vermögen durch die Erbschaftssteuer nichts anderes ist als eine Begünstigung von Reichen und auch Superreichen und nichts, aber auch gar nichts mit Arbeitsplätzen und mit dem Erhalt der mittelständischen Wirtschaft zu tun hat. Dass nun auch die SPD auf diesen Zug aufspringt und neben der Vermögenssteuer, auf die sie verzichtet hat, obwohl sie im Wahlkampf dafür geworben hat, jetzt auch auf eine vernünftige Erbschaftssteuer verzichtet, dafür habe ich keinerlei Verständnis. Wer ernsthaft in diesem Land soziale Reformen machen will und Spielräume, finanzielle Spielräume erschließen will für soziale Reformen, kann auf eine stärkere Besteuerung von privatem